Yes. Also. Ach, wir sind schon live. Das geht schnell. Wir sind live. Ach, wie schön. Ja, schön, wunderbar. Sehr gut. Wir sind live. Sonntagmorgen, Live-Event. 5 Schritte zu deinem Soulmate live. Und wir haben auch schon Zuschauer. Wow, wie schön. Das flutscht ja heute Morgen. Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Und die Madeleine auch. Ja, natürlich. Okay, klappt das noch mit dem Live? Weil bei mir war eben das Bild eingefroren. Das schauen wir mal rasch. Aber das Live ist noch zu sehen. Oder klappt das noch? Ihr Lieben, schreibt uns mal bitte rein, ob wir gut zu sehen und zu hören sind. Ob alles passt, schreibt mal ein Hallo rein. Dann kriegst du auch eine besondere Begrüßung von uns hier. Namentlich schreibt mal rein, wovon du zugeschaltet bist. Und zeig dich dem Universum. Es geht um das Soulmate Life. Dein Soulmate Life, dein seelengemachtes Leben. Zu Deutsch übersetzt. Da bekommst du heute 5 Schritte von uns an Hand, wie du da hinkommst. Genau. Hello, hello, hello. Wunderschönen guten Morgen. Wann bist du hier überhaupt richtig bei diesem Sonntag live hier? Wenn du schon so vieles ausprobiert hast, wenn dir schon so vieles auch bewusst ist und du auch schon so viel an dir gearbeitet hast, aber du dennoch immer noch nicht dort bist, wo du eigentlich gerne hin möchtest. Wenn es dir auch zu langsam geht mit deinem Vorankommen, weil du denkst, naja, vom Passalter her bin ich jetzt schon XY, es wird jetzt Zeit, dass ich wirklich mal andere Resultate in meinem Leben erziele. Und auch, wenn du schon merkst oder auch spürst, vielleicht auch schon länger spürst, dass so viel von dir von innen heraus möchte, dass da ganz viel noch in dir verborgen ist, du aber vielleicht, ja, wie sage ich das, aus Scham, aus Ängsten, aus Zweifel, das aber bis eben nicht zugelassen hast. Und auch im Hinblick, es geht ja um dein Soulmate Life, da geht es um die berufliche und auch die private Situation, das greift in unserer Welt ja alles ineinander, wenn du liebend gerne eine Partnerschaft mit absoluter Liebe, Erfüllung haben möchtest, auch dann bist du hier richtig. Und auch wenn du so das Bedürfnis hast, auch mal finanziell frei zu sein und keinen, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, Bock mehr hast, auf Geld zu schauen und einfach nur das machen kannst, worauf du Lust hast und wirklich mit dir selbst glücklich sein möchtest, mit deinem Körper, mit deiner beruflichen Situation, mit der gesundheitlichen Situation und dich da einfach jetzt weiterentwickeln möchtest. Dann herzlich willkommen zum Sonntag-Live-Event. Madeleine, habe ich was vergessen? Ich glaube, du hast alles gesagt. Aber ich heiße euch auch ganz, ganz herzlich willkommen hier. Genau, lehnt euch zurück. Genau. Macht euch bequem. Kuschelt euch auf die Couch und dann leckeren Tee, leckeren Kaffee oder einen Saft oder was auch immer. Ich sitze ja so ein bisschen im Dunkeln, ne, dir gegenüber, aber ich habe hier Softboxen an und es ist wohl die Sonne, die scheint ganz arg da rein. Da ändern wir jetzt aber nichts dran. Also für diejenigen, die es noch nicht wissen, das ist Madeleine, unsere wunderbare Tochter. Wir sind eine vierköpfige Familie, gibt 2 Männer im Hintergrund, den Papa und noch einen Sohn. Die sind mehr so im Hintergrund aktiv, ne? Und wir sind mehr so im Rampenlicht, ja, kann man so sagen. Ne? Und Soulmate Life, das ist so ein bisschen auch durch deine Inspiration entstanden, vom Namen her. Magst du damit was mal noch ein bisschen was weitergeben, Madeleine, was Soulmate Life eigentlich heißt? Ja, gerne. Ja, wir hatten halt sowieso schon dieses, wie soll ich es nennen, diese Begleitung, die wir beide quasi bieten, die war ja schon da. Also da war schon klar, das ist es, was wir mitgeben wollen. Und da war natürlich dann die Überlegung an einem Namen,
Nicht, dass der Name so wichtig ist, nur es ist ja schön, wenn man einen guten Namen hat. Und wir haben aber einfach gedacht, okay, wir lassen das fließen. Wir werden jetzt nicht uns da hinsetzen und Brainstorming machen und schauen, was können wir da machen. Und natürlich haben wir schon drüber nachgedacht. Nur wir hatten halt trotzdem noch so dieses, ja, der richtige Name wird da sein. Und genau dann kam er auch. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie genau ich drauf gekommen bin. Ich weiß nur, also Soulmate Life, es hat schon einen Grund, dieser Name. Also du sagst immer, der Name ist Programm. Ja. Und zwar dieses Soulmate Life, es geht darum, dein seelengemachtes Leben, also auf Deutsch übersetzt. Weil wir aus einem bestimmten Grund auf dieser Welt sind. Wir sind nicht einfach nur irgendwie ohne Sinn hier oder einfach nur, manche sagen, eine zufällige Anhäufung von Materie. Okay. Also wir haben einen Grund, und zwar jeder von uns. Mhm. Und ja, unsere Seele hat sich eben hier auf dieser Erde, in dieser materiellen Welt verkörpert, mit diesem Körper, ja, um dieses Geschenk, was sie hat, ins Leben zu bringen. Mhm. So, und wir nennen es Soulmate Life, unsere Begleitung, weil wir einfach, ja, dir dabei helfen wollen, dieses Leben zu leben, für das deine Seele sich hier verkörpert hat. Um es mal kurz zu erklären. Genau, genau. Sehr gut zusammengefasst. Und da steigen wir auch am besten gleich ein in diese fünf Punkte, die da so elementar, essentiell wichtig sind, dein Soulmate Life dir wirklich auch zu erschaffen. Ich bin immer so, und was heißt immer so? Mir ging es ja früher genauso. Wenn ich so zurückdenke, so ins Jahr 2015, 14, 13, 14, als ich mich verstärkt auf diesen Weg gemacht habe, da hat einer meiner damaligen Mentoren mal zu mir gesagt, jetzt erlaub dir doch mal ganz groß zu träumen und große Ziele aufzuschreiben. Ich war nicht in der Lage, das zu machen. Also ich habe so ein bisschen was aufgeschrieben, aber groß denken, keinen blassen Schimmer, was das bedeuten sollte, weil so viele Themen da schon wie so ein Damoklesschwert über mir lagen, dass ich schon so auf dem Weg war, mich mit wenig zufrieden zu geben und mich damit getröstet habe, es geht mir doch eigentlich ganz gut und so dieser ganze Kram, mich auch mit Manifestationstechniken beschäftigt hatte, um mein Leben zu manifestieren, so wie ich es eigentlich gerne hätte. Aber das hat alles nicht so funktioniert, wie ich es eigentlich gerne wollte. Und vielleicht findest du dich da auch nochmal wieder. Ich hatte auch so das Gefühl, wie ich das eben schon so ein bisschen angedeutet habe, das sind Themen in mir drin, die freigelegt werden wollen. Ich wollte so diese Grenzen auch irgendwo sprengen und diese Fesseln. Ich hatte mich gefühlt, wie wenn so unsichtbare Fesseln mich auch festhalten. Und was da ganz, ganz wichtig ist, das ist der allererste Punkt. Und deshalb bist du auch hier. Sonst hätten wir dich heute Morgen nicht hier in unser Live eingeladen, rein energetisch gesehen, sonst wärst du auch nicht hier in unserer Erfolgscommunity. Du musst es wirklich wollen. Ich habe bei mir früher immer gesagt, meine Seele hat jetzt genug gefroren. Ich will raus aus dieser gelebt werden Falle, aus dem Hamsterrad, aus dem 9-to-5-Job, mir von anderen den Tag vorschreiben zu lassen, was ich wann zu tun habe, die dann natürlich jetzt auf mich, auf mein Alter bezogen, irgendwann auch mal jünger waren, die Menschen, die mir gesagt haben, wann ich am Arbeitsplatz zu sein habe und. Und wie viel Geld im Monat auf mein Konto kommt und. Das war ich absolut leid. Und das sind die Dinge, wie es dir wahrscheinlich auch so geht, dass du es im Grunde genommen leid bist, heute Abend schon wieder dran zu denken, morgen muss ich wieder ran. Oder dass du, wie ich das früher auch gemacht habe, ich habe mir so oft die Situation schön geredet und habe gedacht, okay, du verdienst doch eigentlich ganz gut und sei doch zufrieden damit und du bist doch gesund, halbwegs gesund, eigentlich gesund, hast zwei wunderbare Kinder, einen wunderbaren Mann, Haus, Auto, alles passt doch. Und trotzdem, wenn ich ehrlich zu mir bin, und sei da gerne auch mal ehrlich zu dir selbst, würdest du dich morgen früh ins Auto hocken und Madeleine, wie ihr immer früher gesagt habt, ins Arbeitshaus fahren, also zur Arbeitsstelle, wenn es am Monatsende eine Summe X auf deinem Konto als Gegenleistung dafür erscheinen würde.
Die Frage habe ich mir gestellt. Vor allem, als ich dann so auf der Autobahn Stop and Go und Stop and Go am Montagmorgen unterwegs war und die trüben Gesichter rechts und links gesehen habe. Ich wäre nicht dahin gefahren. Und das war ein sicheres Indiz für mich, dass ich das eigentlich nur mache, des Geldes wegen. Und das war ich leid und da wollte ich definitiv raus. Das ist der allererste Schritt, Einladung an dich, sei radikal ehrlich zu dir. Die Dinge, die du bis eben machst, und da geht es jetzt nicht darum, morgen nicht ins Büro zu fahren, wenn du noch einen Bürojob hast. Das will ich damit nicht sagen. Aber mal radikal ehrlich zu dir sein, weil Wahrheit, das hat Madeleine ja eben angedeutet, wir sind nicht hierher gekommen, um zu arbeiten. Wir sind hierher gekommen, um zu leben, um Freude, Spaß und Leichtigkeit zu haben. Und das ist so ein bisschen meine Geschichte jetzt mal dazu. Und das ist etwas, was bei dir in deinen Genen noch viel, viel gefestigter war. Du konntest dir das noch nie so richtig vorstellen, dir von anderen den Tag vorschreiben zu lassen. Ja. Magst du da noch ein bisschen was zur Inspiration hier mal teilen, Madeleine? Da kam gerade so diese, das hatte ich schon öfter gelesen, dass der Mensch das einzige Lebewesen auf der Welt ist, der dafür bezahlt, dass er auf der Welt sein darf. Ja. Ja. Also indem wir halt einfach von montags bis freitags, also zu gewissen Zeiten, die wir auch festgelegt haben, morgens früh aufstehen, dann uns ins Auto setzen, irgendwo hinfahren, dort ein paar Stunden verweilen und dafür dann ja, einen gewissen Wert, Gegenwert ausgezahlt bekommen. Mhm. Und ich will damit nicht sagen, irgendwie das böse Geld oder so. Mhm. Aber wir sind nicht dazu da, wie du es eben schon gesagt hast, und man kann es nicht oft genug betonen, wir sind nicht dazu da, um hier zu arbeiten auf dieser Welt. Dafür sind wir nicht hergekommen. Mhm. Was viel, viel wichtiger ist, wir sind dazu da, wir sind hier, um zu wirken. Weil wenn du, gehen wir mal wieder zum Soulmate Life, wenn du dein Soulmate Life lebst, dann wirkst du, dann arbeitest du nicht mehr. Dann, das ist ja auch das Wort Selbstverwirklichung. Also du bist da, um dich selbst zu verwirklichen. Mit deinem Geschenk, das, was du in dir trägst. Im Sinne von ich wirke. Genau. Genau. Und da rebelliert jetzt wahrscheinlich der Kopf. Hätte er bei mir oder hat er bei mir früher ja auch. Ja, wie soll ich denn dann Geld verdienen? Mit dem, was mich ausmacht. Da gibt es doch welche, die haben das schon mal probiert und ich habe doch gar keine besonderen Talente und Fähigkeiten und. Das sind alles Dinge, die man uns nicht beigebracht hat, dass es in erster Linie darum geht, mit seinem inneren Wesen zu kommunizieren, seiner Intuition zu folgen und mit der Einzigartigkeit, und da sind wir auch beim Punkt 2, nämlich deinem Seelenplan, was wir alle mitgebracht haben, hier so wie so einen unsichtbaren Rucksack, wo uns auch niemand beigebracht hat, den auszupacken, damit Geld zu verdienen. Und wenn eins, Einladung, sei da bitte auch mal ganz ehrlich zu dir selbst, wenn eins die letzten 2 Jahre hier klar geworden ist, es hat sich so viel gewandelt. Was für ein Geschenk liegt in den letzten 2 Jahren, das klar geworden ist, dass die einzige Sicherheit im Leben, die wir haben, in uns selbst verborgen ist. Niemals im Außen. Und schon gar nicht bei jemandem im Außen, der einem Arbeit gibt. Und der über einen bestimmt, wie viel Geld aufs Konto fließt. Und noch was zu der Situation im Außen. Wir haben im Außen immer irgendwelche besondere Situationen. Die wird es wohl auf der Welt ja immer geben. Die hat es immer gegeben, die gibt es jetzt. Die wird es auch in 10 Jahren wahrscheinlich noch geben. Das Ding ist nur, lasse ich mich weiter davon ablenken, aufhalten, erzähl mir Geschichten, das geht jetzt nicht, weil. Achtung. Und guck so durch die schwarze Brille durch die Welt. Ist alles ganz schlecht. Geht jetzt nicht, weil. Kann ich jetzt nicht machen. Muss jetzt erst noch dies und jenes.
alles. In den Medien wird das berichtet. Hört man mich noch oder habe ich zu viel geflüstert? Ihr wisst, was ich meine. Oder ob du hiermit durch die Welt gehst und dir deine Welt so erschaffst, wie sie dir gefällt. Und das geht auch. Man hat es uns nur nicht beigebracht. Und du darfst selbst entscheiden, wie willst du künftig ab heute in die Welt schauen? Durch die schwarze Brille oder durch die rosa-rote Brille? Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt, auch zu dem Seelenplan. Du bist hierher gekommen mit einer ganz besonderen Aufgabe. Nenn es Seelenplan, nenn es Lebensaufgabe, nenn es Mission, wie auch immer. Du bist nicht hierher gekommen mit der Aufgabe, für andere dich zu verbiegen und tagsüber mehr Energie zu lassen, als du tankst. Um dann irgendwann festzustellen, okay, jetzt schickt die Seele mir auch noch Botschaften über meinen Körper. War bei mir früher auch der Fall. Deshalb mal Wachrüttler. Du bist einzigartig. Wie viel mehr kannst du dich dem Gedanken öffnen, wie einzigartig du bist, was für eigene Gaben, Stärken und Potenzial in dir verborgen sind. Wie viel mehr an Kreativität ist in dir verborgen, als du es bis eben lebst. Und stell dir mal vor, du würdest jetzt aufhören, dir die Geschichte zu erzählen, damit kann ich kein Geld verdienen. Oder ich muss ja zufrieden sein mit dem, was ich bis eben habe. Was würde das schon alles verändern? Und ist das immer einfach, den Seelenplan herauszufinden? Nein. Kriegt man das alleine hin? Muss ich auch ehrlicherweise sagen, nein, ich habe es nicht alleine hingekriegt. Madeleine, du hattest ja auch Unterstützung dabei. Es war wie so eine Geburt, aus dem Kokon heraus sich zum Schmetterling zu entpuppen. Magst du noch ein bisschen was dazu erzählen? Ja, ich würd dich als Zuschauer oder Zuschauerin gerne dazu einladen, mal ein bisschen dein Leben Revue passieren zu lassen und zu schauen, gab es da nicht Momente, wo du gemerkt hast, du bist irgendwie anders als die anderen, egal ob positiv oder negativ. Also ob das jetzt war so, ja, ich bin irgendwie was Besonderes oder ob das mehr so war, oh, alle anderen sind irgendwie so und ich bin nur ganz anders. Das ist egal. Jetzt ganz ohne Bewertung. Schau mal, gibt es da Situationen in deiner Vergangenheit, wo du halt wirklich gemerkt hast, irgendwie, ich bin anders. Also die sind alle so, aber das passt irgendwie nicht zu mir. Und vielleicht gab es dann auch den einen oder anderen Moment, wo du versucht hast, dich anzupassen, aber hast trotzdem irgendwo tief in dir gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Vielleicht passiert das auch immer noch. Und je mehr wir uns selbst verdrängen oder von uns selbst wegkommen, desto mehr schickt uns das Leben auch eben gewisse Zeichen, so Botschaften, körperlich zum Beispiel oder wenn irgendwas im Außen auch passiert. Also das fängt alles in uns drin an. Und wie sehr kannst du das noch wertschätzen, dass du anders bist? Weil ich zum Beispiel, ich erinnere mich noch ganz genau, damals, ich glaube, da war ich noch, da dürfte ich so 6 Jahre alt gewesen sein, vielleicht war es auch noch vorher, aber ich wusste schon immer, dass ich anders bin oder dass da irgendwas anders ist an mir als an den anderen. An die anderen, ne? Wenn man es jetzt auch wortwörtlich nimmt. Und ja, ich hatte auch, also damals war ich total stolz darauf. Dann gab es aber natürlich auch Momente, wo ich gedacht habe, oh, ich will aber nicht so anders sein. Irgendwie alle machen dies und das. Ne? Und ich, keine Ahnung, ich fühle es einfach nicht. Aber wie viel mehr kannst du das wertschätzen? Und es ist irgendwie süß, dass wir dann sagen, in gewissen Situationen sagen wir, ja, bei mir ist das alles ganz anders. Bei mir ist das alles ganz anders. Aber man sieht sich trotzdem nicht als dieses besondere Wesen an, das man ist. Ja. Ja, mir fällt in dem Kontext gerade eine wunderbare Kundin ein, mit der ich die Woche gearbeitet habe. Da kam so zum Vorschein, gerade unter dem Aspekt, in verschiedenen Situationen, die wir so angeschaut, gelöst hatten, so dieser Satz, jetzt sei doch nicht mal so überheblich. Mhm.
Und das war auch sehr, ein sehr emotionaler Moment, wo das dann auch zum Vorschein kam für sie. Und das ist so das Ding, was ich gerne so wie ein Damoklesschwert auch bezeichne. Das sind so viele Themen bis eben in uns reingepflanzt worden. Und das ist kein böser Wille. Das ist einfach so, wie es ist. Es gilt es nur zu erkennen. Ich gebe dir das nur weiter zum Bewusstmachen. Die uns wirklich klein halten, die uns unterdrücken. Warum auch immer, das spielt gar keine Rolle. Wo wir eine Vielzahl von Dingen in der Kinderstube einfach aufgenommen haben und so glauben, wir müssen uns mit dem Leben einfach arrangieren und uns nicht darüber hinausheben, im wahrsten Sinne des Wortes, weil das verbirgt sich dahinter. Sei doch nicht so überheblich. Wie viel mehr kannst du dir erlauben, dich über dich selbst hinaus zu heben? Das hat jetzt nichts mit Bewertung oder Beurteilung zu tun. Ich bin besser als die anderen oder die anderen sind schlechter als ich oder so. Nur, wem tust du denn einen Gefallen, solange du dich klein hältst? Weder dir selbst, noch deiner Familie, noch deinen Kindern, noch deinem Schatz, noch der Welt da draußen. Weil in deinem Seelenplan ist ein Beitrag verborgen, den du hier mit der Welt teilen möchtest. Jeder von uns hat einen Beitrag mitgebracht, den er mit der Welt teilen möchte. Da kannst du dir auch gerne mal die Frage stellen, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Auch wenn du dir bis eben nicht vorstellen kannst, dass du damit auch nicht nur Geld, sondern sehr, sehr gutes Geld auch in dein Leben fließen lassen kannst. Weil das Ding ist, solange wir einem Beruf nachgehen, so wie wir es gelernt haben, Wahrheit, ich kenne es nur zu gut noch aus meinem früheren Leben, sind wir immer dabei, dem Geld hinterher zu rennen. Und das Geld kann nun mal schneller rennen als wir. Hol dir mal so ein metaphorisches Bild. Stell dir mal vor, das Geld hat Beine und du rennst ihm hinterher. Ja, dann läuft es ja weg. Ja, logisch. Wenn du aber beginnst, vielmehr die zu sein, die du in Wahrheit bist, das bewusste Sein, was du in Wahrheit bist, und damit beginnst zu wirken im Sinne von Selbstverwirklichung. So viele sprechen da draußen immer von Selbstverwirklichung. Das ist Selbstverwirklichung, das ist ich wirke. Dann wirst du merken, wie sehr das Leben an deiner Seite ist, das Universum, das Leben es gut mit dir meint und dir all das in dem Maße zur Verfügung stellt, wie du es gerne hättest. Und da sind nach oben keine Grenzen gesetzt. Die sind nur zwischen unseren Ohren hier. Weil, kleiner Ausflug in die Quantenphysik, es ist alles eine große Energie, die alles in Schwingung bringt. Und jeder von uns ist ein Teil dieser Energie. Auch Geld ist ein Teil von dieser Energie. Auch du bist ein Energiewesen. Wir alle sind Energiewesen. Und bevor im Außen Materie für unser bloßes Auge sichtbar werden kann, beginnt immer alles erst im Geist. Deshalb ist die Reihenfolge so wichtig: Sein, Haben, Tun. Nicht umgekehrt. Von viel, viel Arbeiten, auch wenn die Prägung da ist, ist noch kaum jemand in Anführungsstrichen reich geworden. Es gilt darum, das Richtige zu tun. Hast du noch was auf der Zunge, Madeleine? Ja, das Tun, Sein, Haben, das klappt auch. Also zuerst tue ich etwas, dann habe ich etwas, dann bin ich erst etwas. Das geht auch. Ist aber anstrengend. Also, ich meine, wir kennen ja diese Geschichten von ja, Selfmade-Millionären und ja, der hat seine eigene Firma aufgebaut, aus der Garage raus und ist jetzt ein internationales, riesiges Unternehmen und super schöne Geschichten, aber das heißt nicht, dass wir diesen Weg gehen müssen. Mhm. Aber das ist noch viel mehr dieses Ich mache die Nächte durch, ich bleibe wach, ich arbeite.
gab es auch so einen Spruch, arbeite, während sie schlafen oder arbeite, während sie, genau. Und damit ist ja gemeint, arbeite hart, mach weiter und hör bloß nicht auf. Und so dieses, das ist irgendwie so ein bisschen schwere Energie, dieses, oh, ich muss so viel machen. Oh, ich muss so viel machen, wenn ich mir das aufbauen will. So, aber darum geht es bei uns nicht. Mhm. Also wenn du so diesen Weg gehen möchtest, kannst du das gerne machen, da bist du aber bei uns falsch. Bei uns geht es halt tatsächlich darum, dass du all das erreichst, was du erreichen möchtest, aber mit Leichtigkeit, beziehungsweise mit Leichtigkeit. Mit Freude, mit Spaß. Mit Freude, mit Leichtigkeit, mit Spaß. Ganz genau. Genau. Ich begrüße mal ein paar Zuschauer hier, die ich hier sehe. Die Melanie, die Julia, die Anna, die Nettie und die Eva ist mit dabei. Wie schön, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Wie viel mehr Freude, Spaß und Leichtigkeit kannst du in deinem Leben haben, wenn du dir erlaubst, dir wirklich dein Soulmate-Life zu kreieren und aufhörst, irgendwelchen Vorschriften, die man dir irgendwann mal auferlegt hat, weiter dich zu verbiegen? Und wie viel mehr kannst du jetzt beginnen zu glauben, dass du wirklich eine Botschaft, sprich deinen Seelenplan, hierher mitgebracht hast und dass es darum geht, den zu entdecken. Da kommen wir zum dritten Schritt. Ich mag dieses Wort nicht wirklich, aber mir fällt kein anderes Wort dazu ein. Der dritte Schritt ist die Strategie. Was meine ich damit? Wenn du dir wirklich erster Schritt mal klar darüber bist, dass du raus willst aus diesen Schuhen, in denen du bislang drin steckst, aus dieser Gelebtwerdenfalle, aus dem Hamsterrad. Wenn du im zweiten Schritt die Klarheit hast zu deinem Seelenplan, vielleicht merkst du auch schon, dass es hier bei uns, diese Gruppe hier heißt ja Entdecke und lebe deinen Seelenplan, folge dem Ruf deiner Seele. Diese Kombination, wie du es hier findest, also die ist mir ansonsten noch nirgendwo auf dem Markt begegnet. Ich kenne viele hier am Markt, dass man nur so nebenbei bemerkt. So, dann versuchen viele, wenn sie so eine Idee haben, okay, das könnte ich machen, das könnte mich ausmachen, so und so könnte ich das probieren, gucken im Außen, wie andere das machen. Sehen, keine Ahnung, die haben einen YouTube-Kanal oder die haben eine Facebook-Gruppe oder die haben einen Instagram-Kanal oder die haben keine Ahnung was. Und die machen das so und so oder die machen ein kleines Produkt für 97 Euro. Ah, okay, dann biete ich auch mal was an für 97 Euro zum Beispiel. Ja? Und dann versucht man das nachzumachen, weil man da im Außen jemanden sieht, die damit scheinbar erfolgreich ist. Bei deinem Seelenplan, das hat Madeleine ja eben gesagt auch schon, du bist einzigartig. Du hast wahrscheinlich auch schon in der Kinderstube gespürt, irgendwie fühle ich mich anders als die andere. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich fühle mich ja falsch auf dem Planeten. Ich bin irgendwie so ein bisschen der Außenseiter und hast dich verbogen, aber doch irgendwie so dazu zu gehören. Das ist in unseren Genen drin, klar. Es gibt so einen schönen Spruch, sei du selbst, alle anderen gibt es schon. Es geht darum, dass du deine Einzigartigkeit entdeckst und mit einer auf dich abgestimmten Strategie dich auch da draußen auf der Bühne deines Lebens mit deinem Thema, mit allem, was dich ausmacht, da gibt es so einen gewissen Kernpunkt, kannst du dir so vorstellen, und da kommen ganz viele Talente, Fähigkeiten, Interessen, Begabungen, Stärken, Wissen, all das, was du dir bis eben schon angeeignet hast, das kommt zusammen und das darf zusammengefügt werden zu einem wunderbaren Ganzen, sodass du auch wirklich das Gefühl hast, jetzt bin ich ganz bei mir, jetzt bleibt nichts von mir auf der Strecke. Und dann gilt es, eine wirklich auf dich abgestimmte Strategie, also einen Weg zu gehen, damit das auch funktioniert und nicht irgendwas von anderen nachzukopieren, das kann nicht funktionieren.
ehrlicherweise habe ich das früher auch probiert, weil ich einfach so viele da draußen kenne und mir lange die Geschichte erzählt habe, ich kriege das auch alleine hin, ich muss es alleine probieren. Hat natürlich auch alles sowas mit Selbstwert und Selbstliebe und ja, alles Mögliche auch zu tun gehabt. Ihr Lieben, schenkt uns mal ein Herzlein, Daumen hoch oder schreibt mal ins Kommentarfeld ja, damit wir wissen, kommt das an? Wie viel mehr kannst du aufhören zu schauen, wie andere etwas machen, sondern tatsächlich etwas, auf was auf dich abgestimmt ist, deinen eigenen Weg zu gehen? Das meine ich auch mit Strategie, das sieht man als Außenstehende nicht. Wenn du an den Wasserhahn gehst und drehst Wasser auf, ja, du weißt, da verbirgen sich Leitungen hinten dran, damit da Wasser rauskommt. Aber jemand, der aus dem Hindukusch jetzt hierher kommt und jeden Tag 10 Kilometer bis eben laufen muss, um an eine Wasserstelle zu kommen, um sich frisches Wasser zu holen, der ist hier ganz begeistert, dass wir hier so Wasserhähne haben. Der holt sich so einen Wasserhahn mit in den Hindukusch in seine Hütte und schraubt die voller Erwartung an die Wand an und wundert sich dann, weil das kein Wasser rausfließt. Kann nicht, weil die Strategie dahinter auf ihn abgestimmt fehlt. Das meine ich damit. Madeleine, ich gebe ja, mal ab. Mir kam gerade so, wenn du versuchst, ja jemand anderen zu kopieren oder dem irgendwie nachzumachen im Sinne von, du siehst, wie der das macht oder du siehst ja halt das äußere Bild, postet irgendwie das und schon buchen die Leute und keine Ahnung, schon fließt das Geld. Das ist deren Energie. Mhm. Und wenn du das versuchst zu kopieren, funktioniert das nicht so, weil erstens kriegst du deren Energie so und genau auch nicht gar nicht hin. Und zweitens bist du auch nicht in deiner Energie, weil es ist deine Energie, die notwendig ist, um dein Leben umzukrempeln oder eben auf das Level zu heben, wo du gerne sein möchtest. Mhm. Und das Gute ist ja, dass du überhaupt nichts mitbringen musst, wenn du zu uns kommst. Da gibt es nicht irgendwie, du musst erstmal noch das und das ausprobiert haben oder so, oder du musst es noch nicht mal einmal ausprobiert haben, das Ganze. Alles, was du bei uns mitbringen musst, ist dich selbst. Genau. Und dieses tiefe Wissen, alles, was in dir verborgen ist, das packen wir gemeinsam aus und entwickeln da auch die Strategie auf dich abgestimmt. Und da ist etwas, was ich auch immer mal wieder so beobachte. Ich weiß nicht, ob du dazugehörst, aber manche erzählen sich dann auch so die Geschichte. Da haben wir auch immer zwei Möglichkeiten. Ich habe schon so viel in mich investiert. Jetzt ist mal Schluss mit Investitionen. Jetzt muss es irgendwie mal gehen. Das ist eine wunderbare Variante, um nicht weiterzukommen. Ich kann mir auch die Tatsache, dass ich schon so viel investiert habe und immer noch nicht da bin, wo ich eigentlich hin möchte, hält mich jetzt nicht davon ab, nochmal in mich zu investieren und da wirklich mir die Anleitung zu holen, damit ich wirklich mal in dem Leben ankomme, wo ich hin möchte. Und was da auch noch mit eine Rolle spielt, ich habe früher auch so viel geguckt, nicht nur wie machen andere das, sondern auch so versucht mir eine Weile auch so ein bisschen Beweise zu holen, dass es funktioniert, also so in der Richtung nach anderen geschaut. Ja? Ein 100-Millionen-Euro-Tipp. Wenn du, und du bist ja mit deinem Leben unzufrieden in gewissen Bereichen, sonst wärst du ja nicht hier, wenn du von A nach B kommen möchtest, dann such dir jemanden, der schon dort ist, wo du hin möchtest. Und frag nicht im Umfeld oder keine Ahnung wo. Such dir jemanden aus, der dort ist, wo du hin möchtest. Ich bringe dir ein Beispiel. Als bei mir so immer der Wunsch größer wurde, als du, Madeleine, dann mit der Schule fertig waren und Roman war noch 2 Jahre früher fertig und ich viel mehr dort leben wollte, wo Sonne, Strand, Palme, Wärme, Meer ist. Das Erste, was ich mir gemacht habe, ich habe mir einen Mentor geholt, der frei auf der Welt unterwegs war, bin zudem ins Coaching, damit ich mir überhaupt mal die verschiedenen Möglichkeiten aufzeigen lassen konnte,
wie ich frei leben kann. Mit Wohnsitz, ohne Wohnsitz, wo Firma, wie, was, wo. Das war doch klar. Das hätte ich im Umfeld gefragt, würde ich wahrscheinlich heute noch, sicherlich nicht auf Zypern leben. Das heißt, der einzige Maßstab sind Menschen, die dich ansprechen, die dich irgendwie berühren, die dort sind, wo du hin möchtest, und die können dir auch das Navigationssystem geben, wie du von A nach B kommst. Ergibt das Sinn, Leben? Weil es selbst zu versuchen, ist wie so die Fliege auf der Fensterbank. Die will immer durchs Glas durch. Dong, dong, dong. Ne? Kennen wir alle so im Sommer. Dong. Und nebendran ist das Fenster auf. So ein Spalt. Sie bräuchte nur durch. Aber irgendwann liegt sie erschöpft auf der Fensterbank und ist tot. So verhalten wir uns. Das geschieht auf der unbewussten Ebene. Das sind ganz tiefe Paradigmen, gewohnte Denkweisen und gewohnte Muster, die in uns verborgen sind. Die gilt es zu lösen, damit die Reihenfolge auch eingehalten werden kann. Sein, haben, tun, um in dem Leben anzukommen, wo du hin möchtest. Das ist elementar wichtig. Das gehört auch zur Strategie dazu. Genau. So. Magst du noch was hinzufügen zur Strategie? Ich mag dieses Wort nicht, aber mir fällt kein anderes ein. Ja, gut, ist auch nur eine Bewertung. Ja, stimmt. Gut, das hängt einfach damit zusammen. Strategie ist halt, wird halt damit verbunden, da muss man ganz viel machen im Hintergrund. Ja, genau. Und das und das. Darum geht es aber auch bei uns gar nicht. Was ich noch dazu sagen wollte, ist, was auch wichtig ist zu wissen, finde ich, wir brauchen keinen anderen so grundsätzlich. Also wir erschaffen unser Leben selbst grundsätzlich, also niemand erschafft in deiner Lebenswirklichkeit, nur du. Also dein ganzes Leben, wenn du dir das mal so anschaust, das ist alles deins, also da könnte man jetzt noch sehr tief reingehen, was mit Schuld und Verantwortung, aber es ist einfach mal kurz gesagt, alles, was in deinem Leben ist, ist deins. Es hat nichts mit irgendwelchen anderen Menschen zu tun. Natürlich können wir beeinflusst werden, aber grundsätzlich so. Jetzt ist es so, dass wir ja gar nicht diese Möglichkeit, dass du das allein schaffen kannst, abtun möchten. Also ich würde mich schon als ehrgeizige Person bezeichnen, aber nicht so ehrgeizig, dass ich alles immer alleine machen möchte und sagen will, ich brauche keinen Mentor oder so, ich reiß das irgendwie schon selber. Ne? Ich gucke da irgendwie, dass ich das rausfinde und setze mich dann tagelang, wochenlang, monatelang an den Computer, um da irgendwie ein bisschen was aufzubauen. Also nein. Es geht, auf jeden Fall geht das. Ist jetzt auch eine Bewertung, aber für mich ist das ein bisschen der schwere Weg. Weil der Sinn ist ja, dass du dir einen Mentor holst, um es dir leicht zu machen. Mhm. Da fällt mir jetzt gerade ein schönes Beispiel zu ein, weil ja meine Anmeldung in Zypern ansteht, für meinen Wohnsitz auf Zypern. Und jetzt habe ich da zwei Möglichkeiten, also natürlich mehr Möglichkeiten, aber um die zweimal zu nennen, die eine Möglichkeit wäre, ich gucke, dass ich das alles irgendwie alleine hinkriege, schaue, wo ich mich melden muss, wo ich hin muss und so weiter und so fort. Oder ich nehme die Variante, genauso wie du auch, als du dich in Zypern angemeldet hast, du gehst zum Steuerberater, sagst, hey, ich will mich gerne in Zypern anmelden, mach alles, bereite alles vor, ich leiste die Unterschriften und das Thema ist erledigt. Genau. Und ganz jedes genau. Mal, wenn ich daran denke, kriege ich das auch alleine hin? Mhm. So schwer. Nein. Das mache ich nicht. Also ich habe es mit diesen Themen sowieso nicht so. Und das ist mir viel zu anstrengend, da jetzt hinzugehen und rauszusuchen und wo muss ich hin und worauf muss ich achten und so. Genau. Dann ist es mir viel, viel lieber, dass ich sagen kann, hey du, kannst du mir dabei helfen? Natürlich gibt es dann auch den finanziellen Energieausgleich. Logisch. Kannst du mir dabei helfen,
das wird es mir so vereinfachen. Und so sage ich jetzt einfach mal so, ich überweise ihm das Geld, alles wird erledigt und ich muss, wie gesagt, einfach nur die paar Unterschriften machen. Das Thema ist durch. Und das ist für mich der viel, viel, viel leichtere Weg. Und genauso funktioniert ja auch Mentoring oder Coaching. Also wir übernehmen nichts, das ist auch nochmal wichtig. Also da ist noch, das ist noch wichtig. Das ist der Unterschied zum Steuerberater, ne? Der macht. Ach, genau. Klar, ja. Wir können nicht für dich machen. Genau, genau. Also Eigenverantwortung darfst du auf jeden Fall mitbringen. Wir zeigen dir einfach den Weg. Und das ist das, was es so, so, so viel leichter macht. Genau, genau. Was noch dazu kommt, das ist ein wunderbares Beispiel, Madeleine. Und was dennoch noch zusätzlich dazu kommt, was ganz wichtig zu wissen ist, die blinden Flecken, so diese eigene Betriebsblindheit, das erkennen wir selbst nicht. Das erkennen wir selbst. Und da sind wir wieder bei der Fliege auf der Fensterbank. Wir haben unseren Körper, aber wir sind in Wahrheit ja Energiewesen. Und du kannst dir das vorstellen, was ich damit meine, wie beim Eisberg. Du siehst nur 5%, 95% ist unter der Oberfläche. Wir haben das Bewusstsein, wir haben das Unterbewusstsein. Wenn du dich schon viel mit allem Möglichen beschäftigt hast, dann bist du mit Sicherheit auch in der Lage, auch schon viel an Glaubenssätze ranzukommen, mit deinem Unterbewusstsein zu arbeiten, Dinge zu erkennen und weiterzugehen. Nur das, was im Unbewussten verborgen ist, also noch eine Etage tiefer, wie es der Name schon sagt, deshalb ist es auch wichtig zu wissen, dass es diese drei Stufen gibt, Bewusstsein, Unterbewusstsein und Unbewusstes. An dieses Unbewussten, an die sogenannten blinden Flecken, man kann auch das als Betriebsblindheit bezeichnen, kommt man einfach selbst nicht ran. Da ist mir noch niemand begegnet, einschließlich mir selbst, der an die eigenen blinden Flecken rangekommen ist. Und auch, das ist auch mit ein Grund, warum es mit einer Begleitung natürlich viel, viel leichter geht und rascher geht, weil wir können ja auch alles aus der Vergangenheit lösen, ändern. Ab heute beginnen unser Glaubenssystem, unsere Paradigmen, unsere Muster und Denkweise zu lösen. Also in dieses Sein schon eintauchen, damit das Haben auch zur Realität wird und daraus entsprechend handeln, sprich tun. Aber wir können eines nicht, Lebenszeit zurückdrehen. Und das ist nämlich genau das, wenn ich immer wieder versuche, alleine zu machen, zu machen, zu machen, weil ich von meiner Art her einfach total ehrgeizig bin, dann bleiben die Dinge einfach auf der Strecke und es führt nicht zu dem Erfolg in dem Stil, in dem Zeitraum, wie man es gerne hätte. Und da mal noch ein kleiner Hinweis, wie viele Menschen verhalten sich so, als wäre dieses Leben eine Generalprobe. Das ist es nicht. Das ist jetzt real. Deine Seele, die mag noch viele weitere Leben haben und auch schon viele weitere Leben gehabt haben im früheren Leben, unsere aller Seelen. Aber im jetzigen Körper gibt es nur das eine Leben. Das ist mir so bewusst geworden, als meine Mutter sich binnen 48 Stunden verabschiedet hatte. Einfach so weg, vorbei. Dann ist es tatsächlich zu spät. Und dann denken wir, hätte ich doch nur. Und da sind wir auch beim vierten Schritt. Also erster Schritt, du musst es wirklich wollen. Du musst wirklich sagen, ich bin es leid, immer wieder mich mit diesen Themen zu beschäftigen, festzustecken, mir meine Situation schön zu reden, Dinge zu machen, die ich eigentlich gar nicht mehr machen möchte. Ich will wirklich die absolute Klarheit haben, warum bin ich hier auf der Erde? Was ist wirklich mein Seelenplan, meine Lebensaufgabe, meine Mission? Eine darauf abgestimmte Strategie. Und der vierte Punkt, das ist das, was niemand für dich übernehmen kann, was Madeleine eben angedeutet hat. Du musst dich auch dafür entscheiden, dem Ruf deiner Seele auch zu folgen.
Wenn du schon die Klarheit hast und den Weg hast, dann darfst du dich auch dafür committen, auch wirklich diesen Weg zu gehen, deinen Seelenberuf daraus zu kreieren. Weil sonst hast du die Zutaten auf dem Tisch liegen, wie für ein Marmorkuchenrezept, wenn du es nicht zusammenfügst. Wir können es nicht für dich zusammenfügen, kannst nur du. Dann kann der Kuchen natürlich auch nicht daraus entstehen, der zuckersüße Lebenskuchen, um es mal so auszudrücken. Ja. Weil du jetzt sagst, du musst es wirklich wollen. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie die Illusion aufbauen, dass das immer super leicht ist und ach ja, wir fliegen einfach in unser Soulmate Life und ne? Also es kann auch manchmal, ich sage mal, unbequem sein. Es gibt auch, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber da gab es so diesen Spruch, ja, unbequem ist dein neuer bester Freund. Mhm. Also vielleicht hast du ja auch schon so Situationen gehabt, wo du gemerkt hast, oh, das da ist jetzt irgendwie unangenehm, aber ich weiß, es ist irgendwie das Richtige. Ob du es jetzt gemacht hast oder nicht. So, das ist dann halt auch die Komfortzone, um es mal so auszudrücken, die du verlässt. Aber es wird sich immer lohnen. Also das ist immer so leicht dahergesagt. Es ist, ich finde, so, das kann man schon spüren, wenn es wirklich tatsächlich um die Komfortzone geht. Habe ich die Erfahrung gemacht, dass man wirklich spüren kann, okay, das ist jetzt wirklich eklig gerade oder unangenehm oder unbequem oder wie auch immer. Aber ich weiß, dass das mich jetzt weiterbringen wird. Genau. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, Madeleine, dass du den ansprichst. Ohne das Verlassen der Komfortzone, also dieser Box, in der wir bis eben drin stecken, ist keine Weiterentwicklung möglich. Und es ist auch ein Trugschluss zu sagen, ich habe früher so gedacht, wenn ich so andere da draußen gesehen habe, oh, 10.000 Euro im Monat Umsatz, wow, da habe ich keine Probleme mehr. Oh, mehrfach fünfstellig im Monat Umsatz, habe ich keine Probleme mehr. 100.000 Euro im Monat Umsatz, habe ich keine Probleme mehr. Das ist ein Trugschluss. Das Ding ist nur, also zum einen gibt es für mich keine Probleme mehr. Das hat aber nichts mit Geld zu tun, sondern, wie der Name es schon sagt, Problem. Es heißt ja nicht Kontrablem. Das Universum schickt dir Botschaften. Deshalb heißt es Problem und nicht Kontrablem. Das ist das eine. Wie wäre es, wenn wir uns von Problemen grundsätzlich verabschieden und Herausforderungen, Challenges dazu sagen würden? Das heißt, selbst wenn du 1 Million Umsatz im Monat machst, auch wenn dein Kopf jetzt sagt, wir brauchen 1 Million, es geht ja nicht ums Brauchen, es geht einfach nur mal darum, um in deinem Kopf mal was reinzugeben, dann wirst du andere Challenges, Herausforderungen haben als jetzt. Jetzt können wir das noch umtaufen und sagen, wie viel mehr an Luxusproblemen, Luxusherausforderungen, Luxus-Challenges kannst du dir kreieren, wie viel Freude und Spaß und Leichtigkeit kannst du damit haben, als, wie das bei mir früher ja auch war, wo ich am 4., 5., 6. des Monats so gerne schon gehabt hätte, dass schon wieder der erste war, weil der Monat einfach länger, viel, viel länger gedauert hat als Geld. Und wenn du dem Ruf deiner Seele wirklich folgen möchtest und wieder viel, viel mehr Freude, Leichtigkeit, Spaß haben möchtest, dann sind deine größten Ängste und Unsicherheiten und Zweifel der Wegweiser, vom Universum da durchzugehen. Weil solange du da nicht durchgehst, durch diese größten Ängste, egal welche Geschichten du dir erzählst im Hinblick aufs Geld, egal was, wird das freie, selbstbestimmte Leben ein Traum bleiben und zur Lebenswirklichkeit werden.
hat mein System rebelliert, als wir im Flieger zum ersten Mal nach Zypern saßen und mein Kopf mir erzählte, jetzt geht es da halbwegs gut, jetzt fängst du an, solche Sachen hier zu machen, jetzt fängst du an, hier Wohnung oder Haus zu mieten, ein Auto hier zu mieten oder zu kaufen und, bist du bescheuert, könntest du das jetzt eigentlich mal gut gehen lassen. Waren da Ängste da? Ja, natürlich waren Ängste da. Waren Unsicherheiten da? Ja, natürlich waren Unsicherheiten da. Waren Zweifel da? Ja, natürlich. Nur wäre ich da nicht durchgegangen, dann ja, würden wir heute nicht auf Zypern leben und wohnen und auf der Welt unterwegs sein und jetzt noch auf Zypern sein und nachher in den Flieger steigen und sonst wo auf dieser Welt sein. Mit anderen Worten, hinter deinen größten Ängsten und Unsicherheiten, da steckt dein größtes Potenzial. Und wie viel mehr ist das Universum schon im Zaunfall unterwegs? Du bist dem ersten Impuls gelauscht. Du bist hier in unsere Community gekommen. Du bist hier sonntags dabei. Du holst dir Inspirationen. Du holst dir Aspekte. Du holst dir Tipps. Und dann den letzten Schritt zu gehen. Wie viel mehr kannst du dir jetzt erlauben, wirklich da durchzugehen? Schau mal, wie viele Botschaften das Universum dir schickt. Und Kopfschütteln, da steht sie will ja eigentlich, aber warum setzt es denn nicht endlich um? Das Leben, das Universum ist immer wohlwollend an deiner Seite. Da fällt mir so ein schönes Zitat von Albert Einstein ein. Immer das Gleiche zu denken und andere Ergebnisse zu erzielen, das kann nicht funktionieren. Er hat es sogar als Schwachsinn oder Irrsinn oder so bezeichnet. Ja? Ja. Du darfst stabil anders denken. Daraus entwickelt sich ein anderes Handeln. Und daraus entwickeln sich andere Ergebnisse im Außen. Wenn wir dann zum Eisberg nochmal gehen, das, was da unter der Oberfläche ist, das gilt es einfach auch zu lösen. Und das sind die 5 Schritte. Das Wollen, Seelenplan entdecken, die Strategie, der Weg, dann auch dein Commitment, dem Ruf deiner Seele zu folgen und dich dabei auch begleiten zu lassen. Wie beim Navigationssystem, wenn du von München nach Hamburg fährst, gehe ich mal von aus, hockst du dich auch nicht einfach ins Auto und guckst, wo die anderen Autos rumfahren und fährst da mal nach, sondern du willst ja in Hamburg ankommen, also machst das Navi an, weil das Navi programmiert ist. Das war ja schon mal dort vorher. Das kann dir den Weg zeigen. Das sind die 5 Schritte. Martin, ich gebe wieder ab an dich. Ja, also was ich sowieso schon ganz, ganz oft sage, aber ich kann es nicht oft genug sagen, einfach an unserem Beispiel, damit du also als Zuschauer auch verstehst, was für einen riesen Impact, ich weiß gerade nicht, wie es auf Deutsch heißt, Einfluss, Ich setze jetzt so ein schönes Wort, aber was für ein riesen Vorbild du auch für dein Umfeld bist, wenn du deinen Weg gehst. Weil wir jetzt auch schon öfter, also wir haben jetzt ja ab und zu erwähnt hier mit Zypern, dass du dich dazu entschieden hast, nach Zypern auszuwandern. Und jetzt steht es ja bei mir auch an. Und das wäre ja jetzt, also ich weiß es nicht, aber ich bin mir nicht sicher, ob es auch so passiert wäre, wenn du nicht vorgegangen wärst. Ob ich jetzt über das Auswandern nach Zypern nachdenken würde. Ich glaube, das wäre... Nein, ich glaube nicht. Nee, also, eher nicht. Ja, du bist einfach vorgegangen. So, du hast dich dafür entschieden und du hast auch das Commitment gezeigt und mitgebracht, dass es gebraucht hat, um deiner Seele zu folgen, dein Leben zu leben. Und so hast du nicht nur die Menschen in deinem Umfeld, sondern auch eben ganz weit, so einen Kreis geschaffen, so eine Welle geschaffen, die andere auch mitnimmt. Es geht ja über die eigene Familie hinaus. Ich habe heute Morgen gerade wieder zwei ehemalige Kundinnen gesehen, die ich begleiten durfte, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, die jetzt als Sprecherinnen auch schon auf der großen Bühne ihres Lebens stehen. Und
Da denke ich immer, wow, wie genial ist das denn? Und jetzt nochmal einen Schritt zurück. Du darfst vorgehen, so wie die Madeleine ja jetzt auch gesagt hat. Ich habe möglichst wenig mit meinem Umfeld, mit meinen Zielen gesprochen. Ich wollte da raus und ich habe einfach nur gesehen, dass ich, auch wenn ich das nicht wollte, aber das habe ich bei euch gesehen, bei dir und bei Roman, wie viel ihr da nichtsdestotrotz schon Prägungen und Themen übernommen habt und auf einer Schiene seid, weil ich ja früher auch, ich hatte mich schon damit angefangen zu beschäftigen, eigentlich nicht so intensiv, weil ich mich mit dem Schulsystem nicht anfreunden konnte. Aber hatte nicht den Mut, damals Deutschland zu verlassen mit euch. Also bin ich so diesen Zwischenschritt gegangen. Und als ich dann aber gesehen habe, wie sehr ihr dann auch schon Prägungen und Themen übernommen habt, im Hinblick auf Mangel und das ist halt so und, da war mir klar, es geht jetzt nur noch eins. Ich muss vorgehen, um euch was anderes mit auf den Weg zu geben. Und letzten Endes, das ist doch auch der Grund, ich meine, wir sind jetzt seit 27 Jahren, oh Gott, seit 27 Jahren sind wir schon zusammen und haben so das Gefühl, ja, keine Ahnung, ein paar Jahre, wenn wir jetzt unsere wunderbaren Kinder sehen würden, die uns das ja zeigen, aber wie viele Beziehungen sind denn unglücklich zusammen, weil jeder in seinem Frust ist und gehen letzten Endes da auseinander. Ich meine, wir sind 27 Jahre zusammen, wir sind ja seit einigen Jahren schon 24 Stunden am Tag immer zusammen, arbeiten zusammen, leben zusammen, wirken zusammen und haben das Gefühl, ja, wir sind seit ein paar Jahren oder ein paar Monaten oder was zusammen. Das ist der Punkt, warum ich dir das erzähle. Du darfst vorgehen. Wie viel mehr kannst du dann jetzt, auch wenn du Kinder hast, noch ein anderes Vorbild für deine Kinder sein? Weil da stehen und predigen, mach so oder so, da kommt nur das her von den Kindern. Ist doch klar, bin dagegen, mach's doch erstmal selbst mir vor. Und wie viel mehr kannst du überhaupt, sei es, dass die Beziehung vielleicht am Bröckeln ist, deine Beziehung damit retten, die Familie retten oder überhaupt mal den Partner in dein Leben ziehen, wenn du auf der Suche nach dem, nicht auf der Suche bist, sondern wenn du gerne einen Partner an deiner Seite hättest, auf Augenhöhe, wo es einfach passt. Und deinen Seelenplan, den du in dir trägst, deine Lebensaufgabe, die Bühne deines Lebens betreten und so mit deiner Mission, mit deiner Botschaft den Beitrag für die Welt sein, was die Welt jetzt braucht. Das zieht die Kreise. Das ist das, was auch dann, wenn ich sehe, wie viele da jetzt zum Beispiel auch als Sprecher schon auf der großen Bühne stehen. Und ich denke, wow, wie haben die sich entpuppt? Die waren in meiner Begleitung mal drin. Das ist das, das zieht Kreise und das hört bei denen ja nicht auf. Die leben ja auch weiter ihre Mission. Und dann geht es nochmal, das ist auf eine andere Art ein Virus, der sich verbreitet. Nur ein anderer. Ja. Genau. Gut, Madeleine, magst du noch was dazu sagen? Also das waren die 5 Schritte, die wir dir mitgeben möchten heute, ob du sie annimmst. Ja, das darfst du natürlich entscheiden. Wie schaut so eine Begleitung im Soulmate Live aus? Madeleine, magst du da ein bisschen was zu sagen? Mhm. Ja, also unsere Begleitung, die du jetzt bei uns gerade im Moment bekommst, das sind 8 Monate insgesamt. Und ja, mit uns beiden natürlich, Team der Irmgard Anna Bronder Akademie. Und ja, wie sieht das aus? Lass es auf dich zukommen. Es ist auf jeden Fall, du fängst an, erstmal wird eine Ebene geschaffen, ja? Eine Grundlage, damit du erstmal ja, ankommst bei dir und dein wahres Inneres siehst und auch rausbringen kannst. Das ist so der Anfang. Natürlich, also Mindset gehört dazu. Und ja, als allererstes, geht es mal darum, deinen Seelenplan halt tatsächlich zu finden. Ja? Und zwar ganz klar, sodass du ihn schwarz auf weiß dann nachher in der Hand hältst. Mhm. Und dann geht das Ganze weiter, wie du dir dadurch eben dein ja, Soulmate Life aufbaust. So, das ist ganz individuell auf dich abgestimmt. Deswegen machen wir auch die Bewerbung erstmal noch dafür. Mhm. Das
also ihr sprecht dann mit der Irmgard, wo dann erstmal herausgefunden wird, ja, wo stehst du denn überhaupt, wo willst du hin? Können wir dir da auch bei helfen, ne? Dass wir also auch, also dass du ganz klar bist, wo es hingehen soll, und ob wir auch dabei helfen können. Genau. Und auf dem Weg dahin, das ist ein ganz wichtiger Aspekt während der 8 Monate, was auf dem Weg dahin aufkommt, aus dem Unbewussten an Themen, die das verhindern können, die werden auf dem Weg dahin aufgelöst. Also wir beschäftigen uns nicht damit, erstmal noch in vergangenem Kram rumzuwühlen, sondern der Weg ist das Ziel, damit Resultate erzielt werden. Und deshalb auch erstmal ein Gespräch, damit wir schauen, passt das? Passt du in die Akademie? Stimmt die Chemie? Und können wir da auch wirklich helfen? Es geht nicht darum, dass du in irgendein Programm bei uns reinkommst, sondern es geht in diesem Gespräch wirklich darum, dass wir genau hinschauen, passt das? Können wir dir helfen? Und nur dann kommst du auch ins Soulmate Live. Weil wir wollen ja mit dir Ergebnisse erzielen. Wir wollen ja, dass du die Bühne deines Lebens betrittst, dass du in dem Leben ankommst, wo du eigentlich hin möchtest, wovon du schon so lange träumst oder wo du vielleicht sogar schon aufgehört hast zu träumen und dann wieder denkst, wow, mir fällt so vieles jetzt die Schuppen von den Augen. Wie cool ist das denn? Was ist denn da noch alles möglich? Ja, das ist unsere mentale Ausrichtung im Soulmate Life in 8 Monaten. Und ja, da fließt auch schon meine Träne. Ja, das darf auch sein. Aber das sind dann nicht so Tränen unter dem Tenor, wow, ich armes Würstchen, sondern das sind befreiende Tränen. Das sind heilsame Tränen. Und wir werden viel, viel mehr Freude, Spaß und Leichtigkeit haben miteinander, als du dir das jetzt vielleicht auch noch vorstellen kannst. Aber wie gesagt, die Zutaten, die bekommst du. Umsetzen, das darfst du selbst. Und wo du natürlich auch selbst eine Entscheidung treffen kannst, und die Entscheidung kann dir auch niemand abnehmen, die Bereitschaft in dich zu investieren. Wirklich in dich zu investieren, um dir das zu ermöglichen. Weil ohne ein Invest in sich selbst funktioniert es nicht. Ja? Okay. Magst du noch was dazu fügen, Madeleine? Mir kam nur noch eine Frage, die ich gern teilen möchte. Wenn du ganz ehrlich zu dir selbst bist, wenn du wirklich wüsstest, wie es geht, wie du dein Soulmate Life lebst, dann wärst du doch schon längst da, oder? Genau. Genau. Ganz genau. Ja. So, und wenn der Kopf jetzt noch wissen möchte, was darf ich denn da in mich investieren, damit ich mir auch mein Soulmate Life jetzt kreiere, das sind für die 8 Monate, Madeleine, ich, die in der Akademie, Teammitglieder, 24.000 zuzüglich der Umsatzsteuer. Ich poste dir den Link jetzt gleich auch hier rein, wo du dich bewerben kannst, wo wir dann unter 4 Augen miteinander sprechen, ob es passt, und dann treffen wir einfach eine Entscheidung. Ja? Ganz genau. Okay. Ihr Lieben, in diesem Sinne, habt noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns und danke für die Zeit, die ihr hier mit uns verbracht habt, und bitte, bitte wisse, das, was Madeleine eben gesagt hat, wenn wir genau den Weg könnten, dann wären wir ja auch schon dort, und dass viel, viel mehr für dich möglich ist, als du es bis eben für möglich hältst. Trau dich, wisse, hinter der größten Angst ist dein größtes Potenzial, und erlaub dir, da durchzugehen. Und hüpf zu uns. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.